Ich würde sagen, meine Freunde, wir fangen direkt mit dem neuesten Video von Gewitter im Kopf an. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Sorry, dass ich hier wieder so einen schnellen Einstieg machen muss. Ich habe wann habe ich gleich den Termin? Ich glaube, 19:30 habe ich gleich den Termin. Da muss ich unbedingt hin. Gucken uns jetzt das Video von Gewitter im Kopf an, dann geht's sofort ins RP. Auf geht der Hase, let's go. Hast du dich wieder mit Schoko besaut? Bro, immer wenn ich in weißen Pulli habe, bin ich komplett von oben bis unten. Digga, ich war eben in der Reinigung, hab da Sachen weggebracht, weiße Pullis. Die haben mich gefragt, was machst du damit? Was sind das für Flecken? Ist das Blut oder Kot? Ich weiß es nicht. Kleinkind! Du Kleinkind. Vor allem im Straßenverkehr. Ich bin noch nie betrunken Fahrrad gefahren. Das glaube ich dir nicht. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal, Leute. Wir werden uns heute mal etwas ganz Besonderem widmen, was bisher so auf diesem Kanal... Mach mal ein anderes Intro, du Flachzange. Ganz genau. Nichts anderes. Schade drum, also schade. Unser heutiges Video wird beinhalten, dass wir uns gegenseitig... Max, der Krasse, danke für die zwei Gifts. ...Fotos voneinander zeigen, die wir noch nicht kennen, und darauf werden wir reagieren. Nein! Bro, ich hoffe, da sind keine Babybilder dabei. Wenn ich jetzt gleich hier irgendwo einen kleinen Babypenis sehe, Alter, dann kriege ich meinen Bann safe rein. Wahrscheinlich ziemlich unangenehm, muss ich sagen. Also ich habe mir einige vorher schon angeguckt und also meine habe ich schon vorher gesehen. Und ja, natürlich. Und musste schon ziemlich lachen. Ich muss mich rubbeln. Ja, ich habe mir auch Kinderbilder von mir letztens reingezogen. Scheiße, Mann, war ich ein hässliches und dummes Kind. Die Hälfte der Kinderbilder, entweder bin ich am Heulen oder habe irgendeinen Müll im Gesicht. So voll geschmiert mit Schoko, irgendwas. Ganz, ganz schlimm. Alle sagen, ich war ein süßes Baby. Ich war eine richtige Missgestalt als Kind. So wie heute. Warum ist jetzt hier der Ton aus? Lustige Bilder von mir herausgesucht. Hauptsächlich war zwar meine Mutter betrunken dort zu sehen, aber das ist das nächste Video. Schöne Grüße an Marion gehen an der Stelle raus, falls du dieses Video sehen solltest. Schreib doch mal deine Meinung gerne in die Kommentare. Selbst im ICE hast du aus der Flasche gesoffen. Auf Loki Ansagen an die Mutter, okay. Ja, interessant. Deine Alte ist nicht besser, die hatte Schubkarre. Interessant. Die hat eine Schub, ist sie so fette? Was ist der Joke? Dann wird natürlich auch die Reaktion von Gisela auf die Fotos sein, wie immer. Ich bin auch mal sehr gespannt. Du warst bestimmt ein hässliches Kind. Ja, wir wünschen euch auf jeden Fall sehr viel Spaß bei diesem Video. Everybody wash your hands and do the Corona Dance. Ganz wichtig, wasch euch die Hände, Leute. Beide unsere Bilder auf unseren Handys abgespeichert. Okay, das erste Foto, was ich... Ich finde es immer so nice, wie ihr das immer so erklärt, wie für so Rentner. Wir haben beide unsere Bilder auf unseren digitalen Mobilfunk-Endgeräten abgespeichert. Lack euch schauen, 10-Jährige, die wissen, was ein Handy ist. Wir präsentieren da, ist das hier. Ah, das war seine erste Zwangseinweisung in die Irrenanstalt. Grüße geht raus an dieses wunderschöne Zwangsjacke, die er hier anhat. Und wer flext da mit der Rolex? Und zwar war ich da irgendwie in so einem, wo man so reinkrabbeln konnte, diese Röhren, wo man sich verstecken konnte, und da sind wir reingeklettert. Diese Tunnel, wo am Ende dann irgendwo Dings so eine Ladefläche auf so einem Pickup waren, wo dann der Onkel einfach weggefahren ist und dich im Wald ausgesetzt hat. Ich hab's gemacht, war eine gute Zeit. Dein Vater hat auch reingepasst. Ja. Dein Vater, der Vater steht mit in dem Tunnel drin. Ah ja. Der fette Frank. Schöne Grüße an meinen Vater an der Stelle, der wird das Video bestimmt nicht von Jan, nicht von Jan. Circa? Weiß ich nicht von Gisela. Gar nicht. Ja, du bist ja auch dumm. Ist das im Sommer? Alter. Da war ich mit meinen Eltern im Urlaub in Tunesien. Süß. Wollte ich so ein bisschen so modelmäßig auf Bildern aussehen. Ja, hast du auch geschafft, Bro. Also kindermodelmäßig, ich glaube, der Hase läuft. Das funktioniert. Ah, Schlecki, Schleck. Ich glaube, das ist so ein Hut von meiner Mutter gewesen. Und irgendwie habe ich mich anscheinend ein bisschen vollgesabbert. Bro, aber auf andere Art und Weise, Diggi. Das ist ja wie heute. Der Tim trägt gerne Frauensachen und er sabbert sich voll. Oh, damn. Und der Tim, der geht auch gerne mal feiern, ne, Tim? Erzähl mal, was ist da... Ach, egal, reden wir nicht drüber. Nein, das stimmt nicht. Doch. Auf jeden Fall habe ich es sehr schön lustig gefunden. Voila. Hast du da deinen ersten Schulranzen bekommen? An dem Tag wurde ich eingeschult. Lol, damals blonde Haare gehabt, Bruder. Steht dir? Lass mal zum Friseur gehen, wenn die ganze Scheiße hier vorbei ist. Dann machen wir dir mal blonde Strähnen, Alter. Fände ich übergeil. Und, war's ja schon direkt gelangweilt. Man sieht... Ha! Schule ist nichts für mich. Habe ich mir in dem Moment scheinbar gedacht. Und da habe ich mich erstmal vom Fernseher gesetzt, weil ich war geschafft vom ersten Schultag, der 2 Stunden gedauert hat. Um allen zu zeigen. Nein! Heute wird ausgeteilt. War mein Karneval. Hat deine Mutter dich als Weihnachtsbaum verkleidet? Achso. Was hast du da in der Hand? Ist das Ameisenspray oder sowas? Das ist Haarspray. Ja. Bro, nice, wie du dir das richtige Bild auf jeden Fall eingeblendet hast. Dicke Shoutout an der Stelle an dich, Tim. Wirklich, also du machst deinen Job wirklich ganz, ganz klasse, ja? Du hast eine einfache Aufgabe. Du hast in dem Bild kein Ameisenspray in der Hand. Das ist einfach das Bild von vorher. Tim, wirklich ganz tolle Nummer, ehrlich. Also, saustark, Mann, saustark. Anscheinend, oder? Ich kleiner Spacko. War genau davor, bevor ich eingeschult wurde, und der Schreibtisch im Hintergrund, den habe ich damals geschenkt bekommen. Da warst du auch noch blond. Hoffentlich sehen wir jetzt die ganze Zeit nur das Bild, wo Tim diesen Hut auf hat. Genau, ich war als Kind immer blond von Natur aus tatsächlich. Krass. Ich würde so aussehen wie der Lukas. Höchststrafe. Absolut. Wenn man so aussieht wie ihr Wife,
Kann man vergessen, kann man das Leben komplett vergessen. Gerade eben noch mit dem aufgenommen, auf ein altes Video von uns reagiert. Ganz schlimme Zeit gewesen, damals noch schlimmer als heute. Ja, lieber dunkelhaarig und komplett behindert als blond und der Lukas. So ein Ding ist das. Genau das, Gisela. So langsam verstehen wir uns. Wir beide connecten langsam. Lass uns unseren Hass kanalisieren auf die Person, die es wirklich verdient hat. Fucking Wi-Fi-D und nicht ich. Ich hoffe, du hast Gewitter im Kopf abonniert. Das hast du mit deinem fetten Arsch kaputt gemacht. Nein, die Kuh habe ich immer noch. Blöd Arsch, ja, du hast Sex mit der Kuh. Die Kuh habe ich immer noch. Du hast Sex mit der Kuh. Sodom und Gomorra. Sodom und Gomorra. Ich hatte auf jeden Fall so ein sehr fülliges Gesicht. Aber nur als Kind. Und da hat der Jan dann direkt angefangen, sich selbstständig zu machen nach der Schule. Natürlich, auf Bügelservice-Basis. Ja, als Bügler. Bügler. Hast du da wirklich schon deine Klamotten gebügelt? Hä, wie alt warst du da? Ich glaube 8 oder so oder 10. Ist das peinlich, wenn ich sage, dass ich das jetzt noch nicht mehr mache? Das, ja, ist es. Das ist nicht schlimm. Deine gesamte Persönlichkeit ist peinlich. Oh. Und wie schmeckt das Brasilikum? Brasilikum? Leute, ich habe bis vor einem Jahr irgendwie noch gedacht, dass Brasilikum ausgesprochen wird. Manchmal frage ich mich wirklich, wer von euch beiden mehr Einschränkungen hat, Tim. Also es ist echt nicht böse gemeint, aber Jan scheint mir deutlich mehr im Kopf zu haben als du. Also, ja, da ist noch Gisela, aber nebst Gisela, also ich halt mein Maul. Den werde ich damit von Gisela aufgezogen. Brasilikum, Digga. Die Eiche auch? Ich wollte ja früher Model werden. Echt? Bei Jeremy Sex Topmodel? Hatte ich tatsächlich geplant. Echt jetzt? Ja, ist ja nice. Nein! Da ist nichts Verwerfliches dran. Dein Krause, Bruder. Dankeschön für 5, für 2 Gift Subs. Dankeschön. Eine Tutsch. Kuss, danke. Dreh durch. Da bist du aber auf jeden Fall schon älter als auf dem Foto davor. Das stimmt, da bin ich 14. Das sieht auf Konfirmationsflex-Basis hier. Not bad, Bro. Man, auf jeden Fall. James Bond-mäßig. Ah. Ich bin nämlich total religiös. Heil Hitler! Ich bin sowieso kein Mensch, ich trage echt nicht oft Anzüge, muss man sagen. Du läufst auch immer rum wie Scheiße. Guck dich mal an. Ich hab doch unseren Merch an. Ja, das war mein erstes Mal ein Sandkasten, das meine Mutter mir erzählt. Dem Mann ist kein Sand, erkläre ich ihm bis in das Jahr 2020. Junge. Sie meinte, wann wirst du es verstehen? Das erste Mal, wo ich mich in den Sandkasten gesetzt habe, habe ich irgendwie angefangen zu heulen, weil ich keine Lust auf Sand hatte. Wie heute. Digga. Und da kann man bis in die Nasenhöhle gucken. Mhm, ah, das ja. War auf dem Weg in so einen Centerpark in Belgien. Mhm. Und das ist mein damaliger Teddy gewesen. Das ist Alf. Das ist doch kein Teddy, Mann. What the fuck? Was, Digga, das sieht ganz gruselig aus, das Ding. Und ein paar Jahre später habe ich meine Kuscheltiere entdeckt. Die waren in Mülltüten verpackt bei meinen Großeltern auf dem Dachboden. Dann habe ich sie angezündet und ein Tänzchen gemacht. So kann man die Vergangenheit auch aufarbeiten. Das ist lustig, da säufst du doch gerade. Ja. Da erkennt man dich aber auch schon direkt. Echt? Ja, da sehe ich schon ein bisschen mehr so aus wie jetzt. Der kleine Motherfucker. Ja, ich hatte eine Brille, die habe ich auch immer noch hier. Weil die Brille von Fendi ist. Aber ich brauche sie nicht mehr. Hast du die quasi nur so aus so stylischen Gründen genommen? Ja. Ich habe ein bisschen mit der Armani-Brille geflext. Kackstuhl. Ja. So habe ich mich immer hingesetzt, wenn ich keine Lust mehr hatte, weiter zu wandern. Ich finde es an der Stelle auch super, dass ich die ganze Zeit das Gesicht von dem Typen hier verdecke, ne? Aber ganz ehrlich, wir lassen es einfach so, es juckt mich nicht. Wenn der Tim heute nicht mehr laufen will, legt er sich einfach mit dem Gesicht auf die Erde und schreit und wurstet sich ein. Jungs, wenn ihr vielleicht das nächste Mal ein Video dreht, könnt ihr ein bisschen gucken, dass ich meine Facecam, also dass wir das einfach so lassen, weil ich werde das nicht ändern für euch, ja? Also ihr wisst ja, dass ich immer auf eure Videos reagiere und daher wäre es auf jeden Fall echt cool, wenn ihr da so ein bisschen drauf achten könntet, ja, das wäre super. Ist halt nur die Frage, ob man das will, ne? Das habe ich, glaube ich, scheiße gebaut. Wartet mal. Hoffentlich klappt's. Ja, das war im Urlaub. Tim, wir essen keinen Sand. Ja, das habe ich dann auch begriffen. Tim. Ja. Man frisst keinen Sand. War im Urlaub in Holland, glaube ich sogar. Ach, dann ist ja okay. Was schüttet ihr da oben rein? Das ist Apfelsaft. Ein Brauch, den man macht, wenn man das Tauchen gelernt hat. Und das nennt sich Tauchertaufe und da wird einem durch den Schnorchel Apfelsaft eingeflößt. Bei erwachsenen Leuten ist es schon mal was anderes. Sieht aus, als wird der Bohle da rein. Nein, das war wirklich Apfelsaft. Ach so. Herr Krause, danke für die 5 gibt es Subs, Bro. So dankeschön. Gemacht, du sollst doch keinen Sand fressen. Das Digga. Ich denke, glaube ich, bei euch im Flur. Digga. Ja, das hat meine Oma auch bei sich hängen. Ich hätte es ja verbrannt, das ist ja gruselig. Das ist ja, das ist wirklich so ein Kinderbild, Alter. Das hier, das ist wirklich, das könnte aus so einem Horrorfilm straight up 1970 sein, Alter. Wisst ihr, was ich meine? So ganz, ganz wilde Nummer auf jeden Fall. Ja, gruselig. Dieses Gesicht versucht euch ab jetzt in euren Träumen. Jede Nacht, Gisela, ich denke nur an dich. Klein Krause, okay, Alhamdulillah, danke schön. Das war tatsächlich
eine Momentaufnahme eines motorischen Ticks mit meinem Gesicht. Ach, da hattest du schon motorische Ticks? Ja, das war in der Bonner Rheinaue. Da siehst du aber Hacke aus. Damals schon den Mund voller Schoki gehabt. Ja, ja, Tim, wir reden nicht drüber, was du machst in deiner Freizeit. Ja, ich hatte meine Flasche auf jeden Fall da. Wie alt werde ich da gewesen sein? Wahrscheinlich auch so zwei oder... Tim sieht aus wie so ein besoffener Fußballvater, aber als Zweijähriger. Eins. Alter Hurensohn. Oder so. Ja, das Zahnspange? Genau, ich hatte eine Zahnspange. Ach, krass, Digga. Anzoomt. Ja. Der ist aber auch so kräftigen Kiefer, Jahre Alter. Jan hat mich mal gebissen. Hab ich mit der Kamera gemacht. Oder Primär Gisela. Im Schlafzimmer von meinen Eltern früher. Bevor sie jemand anders gebumst haben. Und dann war die Ehe zerbrochen. RIP. Zerbrochen. In der Ferdinand-Shit-Straße. Ich glaube, da habe ich Lego Duplo geschenkt bekommen. Das wird wahrscheinlich an Weihnachten gewesen sein. Aber komplett verwirrt. Der weiß nicht, was er damit anfangen soll. Ich weiß nicht, warum ich da so unglücklich aussehe. Aber eigentlich sollte man ja meinen, Kinder freuen sich ja an Weihnachten eher. Nein. Ne? Ja, schon, aber du warst halt ein dummes Kind. Ich nicht anscheinend. Ja, ich habe doch gerade erklärt, warum. Ja, Arschloch. Ich mach weiter. Na. Das war auch auf irgendeinem Geburtstag, glaube ich. Ich weiß nicht genau, ob es heute war. Also mit Brille. Diese Armani-Brille, der andere Flex, Junge, der andere Flex. Und Zahnspange. Genau, Zahnspange und Brille. Ich habe mich damals gefühlt wie so ein richtiger Styler. Leute, musstet ihr eigentlich eine Zahnspange tragen? Ja, oder? Musste ich könnt damals. Ich habe, glaube ich, noch Fotos davon, Chat. Du. Ich habe das stärkere Immunsystem. Das ist ein Foto, das ist schon ein bisschen neuer. Ist das das war Tim, als er tatsächlich damals ein Mädchen noch war. Deine Schwester. Das bin ich. Ja, und da sah sich das erste Mal. Da sah sich das erste Mal auf. Pferdemädchen, also Tim, erklärt. Vom Pferd. Bin selbst nicht im Pony. Ich hätte dich auf das Pferd gesetzt, das Pferd auf den Arsch geschlagen und dich weggeschickt. Aber dann hättest du mich nie wieder gesehen. Ja, ich weiß. Das war auf Klassenfahrt, oder? Genau, nach Wangerooge in der 6. Klasse. Ah, krass, die beiden kennen sich ja schon krank lang. Ich vergesse das immer. Da, ne? Ja, natürlich. Nein! Aber ich fand es da nicht so. Eine Kackermaus. Ich muss sagen, es ist, war jetzt nicht so spannend, also, dass man das. Also, es ist mir kaum im Gedächtnis. So ein hässlicher Frisur. Mhm. Da hat auch der Rat vom Rewe nichts gebracht. Du bleibst hässlich. Stimmt, Bro. Du musst nochmal zum Friseur. Ich hab's dir gesagt. Wir müssen nochmal dringend mit dir zum Friseur. Ich kann mich recht gut daran erinnern. Weil ich damals noch nüchtern war. Wie Gisela sich selber die ganze Zeit memt. Also ich muss ehrlich sagen, Leute, Jan ist nicht die ganze Zeit betrunken. Nicht, dass ihr das hier falsch versteht, ja? Ja, hier sieht man, ich habe schon sehr früh angefangen zu backen. Deswegen habe ich es auch jetzt so drauf. Safe, safe, safe. Sein Nudelholz muss nicht die Salami nehmen. Ja, ach, du warst schon. Das erste Mal in Taucherausrüstung? Ja, da stimmt, der war ja voll lange tauchen, ne? Voll krass, tauchen. Stimmt, das war ja mal sein Hobby. Er kann ja momentan nicht tauchen wegen seinen motorischen Ticks. Und der, wie heißt denn das, der Lichtempfindlichkeit Mann hier, Epilepsie. Wenn ich anfallsfrei bin, dann ja. Ja. Oder wenn ich ein bisschen auf Adrenalin wette, ja. Und hier bin ich mit einem Jeep rumgefahren. Flix! Ein Freund von uns auf seinem Grundstück hatte. Spätestens dann hätte ich dir aber den Führerschein entzogen. Ja, Disneyland. Da habe ich mit Mickey Mouse zusammen gefrühstückt. Ah ja. Ich glaub, mit Ficky Mouse. Ich glaube, das ist so der größte Wunsch von einem kleinen, kleinen Kind in... Du kleiner Autist! Das ist nicht echt! Das ist nicht echt! Doch, das ist echt! Das ist nicht echt! Warum nicht ein erwachsener Mann? Warum nimmst du mir die Magie weg? Steckt mir sonst wo rein. Da steckt ein erwachsener Mann runter. Das ist nicht echt. Begreif es doch, Tim. Wir haben darüber geredet. Disneyland ist nicht echt. Weißt du, wem du die Magie weggenommen hast? Nein. Der Roten und dem Sektenmädchen. Oh, weia, was da passiert? Berichte. Und der Ostblock-Kachbar. Und hier habe ich meine erste Sightseeing-Tour gemacht. Da habe ich da mein Unternehmen gegründet. Lügst du mich gerade an? Nein, nein. Ich werde deine Mama fragen. Mach doch. Frag doch meine Mama. Junge, Junge, Junge. Andernfalls schlitze ich dich im Schlaf auf. Au! Oh, nein! Süßele. Oh, war das deine erste Katze? Ja, also die erste bei uns zu Hause. Die anderen haben ja bei meinen Großeltern gewohnt. Das war okay. Katze, mein erstes wirkliches Haustier. Mhm. Und der hat wahrscheinlich dafür gesorgt, dass du so ein Katzenliebhaber geworden bist. Ja! Wollen wir wissen, was Gisela mit Katzen macht? Doubt it. Hier habe ich anscheinend meiner Mutter helfen wollen, die Wohnung zu putzen. Warum putzt du dafür? Sind die Svetlanas da? Hast du die nicht kürzlich erst eine angelacht? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich rede über Tim 12, will sie die... Oh, Tim, da wurde wieder was weggeschnitten. Tims Dating-Game. Zu wild, gib mir einen Köfter. Fresse polieren. Und hier war ich gerade mit meinem... Du Ziegenficker. Hier war ich gerade in meinem Traktor. Du bist ein Ziegenficker. Hier war ich gerade in meinem Traktor in der Schubkarre unterwegs. Die Schubkarre. Ja, Schubkarre, da passt aber der Arsch deiner Alten nicht rein. Da bist du aber am Posen. Auf so einem Fahrradreifen halt. Ich wollte halt posen, um so modelmäßige Gesichtsausdrücke zu haben. Warum auf dem Fahrradreifen? Das Lustige ist, Leute, die Rote, ich kenne sie sogar, fällt mir gerade so ein. Ich sag dazu jetzt an der Stelle mal gar nichts, warum und woher. Ich halte mich bedeckt wie ein Tarnkappenbomber. Ich war ein spezielles Kind, sagen wir so. Sogar die Eltern von Mitschülern haben mich fotografiert. Das ist halt ein Toxin. Das ist ganz weird. Das passt gut in die aktuelle Zeit.
Warum? Toxic bedeutet giftig. So weit habe ich noch nicht gedacht. Nee, ich weiß, du bist auch blöd. Tim war auf der Gesamtschule, Henne. Da gab es da auch noch so kleine Schweinchen. Schweinefleisch, Haram. Ollum! Und da waren wir dann noch wandern. Ollum, sagt der Fettsack heute zu faul für. Oh, du krasser Ficker. Und da habe ich mich verkleidet mit selbstgebastelten Sachen. Liebst, wie Tim das vorträgt, so richtig glücklich und Jan einfach alles basht. Hätte ich eh in der Babyklappe gelassen. Das ist einfach nur noch Bilder mit der Katze. Da waren wir beide sehr müde. Man sieht es an seinen Augen, wie müde er ist. Und hat er bei mir im Bett geschlafen. Mhm. Und hat er jeden Abend bei dir geschlafen, seitdem? Ja, bis ich ihn geschlachtet habe. Das war mein Foto mit meinem ersten Hund. Paul. Was hast du mit dem gemacht? Der ist gestorben. Ich glaube, da war der schon 16 oder so. Also auch schon ziemlich alt. Leukämie, Lulatsch. Oh, oh. Halloween im Jahr 2006. In der Gemeinde, wo meine Großeltern leben, im Gemeindehaus haben wir eine große Halloween-Party gemacht und das bin ich als Skelett. Man muss ja sagen, süß. Du magst es auf jeden Fall mehr, dich zu verkleiden als ich. Also ich bin nicht so derjenige, der sich so gerne verkleidet. Da fand ich meinen Gesichtsausdruck sehr interessant. Was ist da? Bist du da gegen eine unsichtbare Wand gelaufen oder was, Bro? Bist du auch ein Schlitzi? Wenn ich dein Vater wäre, ich wäre schnell weggelaufen. Und da bin ich mit meiner Strumpfhose durch den Flur gelaufen. Kleine Transe. Wenn ich jetzt ganz feste ziehe, dann gibt es ein Blutbad. Hast du denn in Deutschland? Glaube ich nicht. Ja, Fußball. Der alte Hooligan damals schon rotzevoll mit Bier. Europameisterschaften 2008. Und der Pirates war ein richtiger Allmann. Den Becher hatte ich auch. Den Becher habe ich auch gehabt. Ich hatte den nur, weil ich Wodka saufen wollte. Mit 10 Jahren kann man das machen. Malaka würde das blonde Katzenohr jetzt sagen. Malaka Kaka. Hier habe ich meiner Mutter beim Gießen geholfen auf dem Balkon. Blonde Katzen, nur ein Member Karneval, I guess. Das ist auch deine kleine Schwester. Nee, das bin auch ich. Ach. Und hier wollte ich mit einem Roller von unserem Nachbarn losfahren. Auf dieser Couch wird Unzucht betrieben. Das war auch im Urlaub in Tunesien, haben wir so ein Amphitheater besucht. Mhm. Und da war auch meine Phase, wo ich Model werden wollte. Ja, und man sieht's, Bro, man sieht's. Da man sieht's. Gewartet, bis Wind kam, dass meine Haare betont waren, habe ich das so am Geländer gemacht. Krass, Alter, not Hallo, bad, Alter. Hitler. Und hier saß ich dann noch auf... Alter, Kurt Cobain vor dem Heroin, Alter, oder kurz danach, ich kann's nicht sagen. ...meinem Sessel und habe mit meinem Lego-Schach gespielt. Und da sieht man in etwa, wie lang meine Haare vorher waren. Und fettig. Opfer. Ja, das ist mein letztes Foto. Und fettig, Alter. In Belgien. Bei mir auch nochmal gucken. Ganz genau, ganz genau. Ja, Leute, was geht da so am Start? Und da bist du blond. Der kurz Y-Flex. Und ja, Leute, was geht ab? Halt deine Fresse, Lukas. Nicht blöd. So nice, wenn Gisela... Malaka! Ich fand's auf jeden Fall ziemlich interessant, mal die ganzen Kinderbilder zu sehen. Ich auch, Alter. Wenn ihr Bock auf den Abspann davon habt, schaut euch das auf jeden Fall liebend gerne an, Leute. Ich fand's extrem gut, dass Gisela mal wieder komplett auf No-Flex-Basis hier Vive angefrontet hat und sowas. Das ist eine ganz, ganz wichtige Nummer, Leute. Das finde ich wirklich, wirklich cool, dass Gisela mittlerweile genau diese Nummer hier fährt und so und sagt, ey, ganz ehrlich, Real Talk, Vive, not with me. Also finde ich ganz gut, dass wir da auf jeden Fall mittlerweile auf einem Nenner sind und so. Fühle ich sehr, sehr, sehr doll.